Hitze. Das ist jetzt was ganz Außergewöhnliches, weil machen wir einen Text über die Liebe und das kommt bei mir wirklich nicht oft vor. Und noch dazu ist es ja ganz kompliziert zum Lesen. Ihr werdet das gleich merken, ich hoffe, der lest ihn überhaupt. Der Text heißt Detachierung. Die, ein innerer Drang zwingt mich seit ein paar Tagen dazu, dass ich auch jetzt derb, auch jetzt taub tut und auch jetzt adjektiv mit einem D da fangen tut. Leider bringt das aber jede Menge Komplikationen. Wenn ich zum Beispiel einen Tarnhinweis auf meiner Zigarettenschachtel, das dann, das sie tut, tauchen dann tödlich ein. Dabei ist Tauchen aber sicher nicht der Hauptgrund für Herz- und Kreislauferkrankungen. Darin ist doch viel eher der Diebeskummer schuld. Weil solange zwei Terzen auf einer Tönlänge tieren, dann tauchen so viel Düst. Da denkt alles tut. Und der Dimmel denkt, toller Teigen. Aber, wenn es einmal mit der Diebe vorbei ist, steigt tiefe Verzweiflung in unsere Täler ein. Dann teilen wir in ein schwarzes Doch. Unser Leben ist ein dödes Daumertal und unsere Tränen triefen in Träumen zu Toden. Dann tun wir uns Güte und Ehr und unsere Kraft und unser Lebensmut ist wie vom Tinte der Welt. So bis wir dangen wir mit den Dingen der Lassentod. Die los Dinge durch draußen trennt, immer der Dinge ihr Tüt im Topf. Sogar im Trülling. Das für mich derbst, doffenbar. Alles Trau in Trau, trist und täblich. Ich top mich selber nicht mehr denkt. Alle meine Träume dorn ernichtet, die Dosen dann der Blüt, mein Derz. Dies der Brochen. Demütig dränge ich mich an mein verlorenes Glück. Der Ziergänge über glühende Donnerwiesen oder unter dem Dirn im Degen, das ist alles vergangen. Und die domantischen Turmittag und Durchstück im Tett. Dinge, ich vermisse dein Dächeln, deine schönen Augen, blau wie Teilchen, tief wie der gesehen oder toter Grün. Und dein Teich ist da mit den dunklen Tocken und dein dienlicher Zund mit den tollen Tippen, die so gut Düssen tanken. Und deine Düsse Tupsnasen und dein Trüppchen in deinen Tangen. Und dein Torter Dals und dein Detören der Dörper, deine Donnelfigur. Deine Sultan, deine Dame, deine. Ganz zum Schweigen von deinen lieblichen Trüste, die so gern dreichelt hab. Den ganzen Tag tönt die deinen. Deine Düften, deine Durfen und natürlich dein Hintern. Dumm wie eine Birne. Wenn ich daran denke, dass du jetzt einen anderen tust, dann tut mir die Eifersucht die Tele zu und das Leben taucht mir kein Träut mehr. Ich tauch. Und darf zu viel, da störe mich selber und lage alle Tarnungen in den Tint. Taucher derben früher. Was da ist. Ohne die bin ich sowieso nur ein täuber Tensch. Ich kann nicht mehr laufen, ich lag mir die Tächte um die Toren, weil mir so noch dir den. Dir von Deisel zu Deisel, zuerst dir und dein, dann der Killer, Diski, Totka. Am Ende am doppelten Dumm. Erst wenn ich gescheit da tschechert Ding, sag ich zum Döner Dollen. Und wenn mit der Döner dann Deffer da schaut, erkläre ich ihm, dass sie bei mir alles in Dichtung D der Schoben tut. Aber der Döner tippt sie in den Topf, nimmt mein Död und überlässt mich meiner Deinsamkeit. Darauf ich gehe ins Duff, den Bier eher an Dieter Tampagner noch einen anderen, dabei den ich nicht einmal aufs Zimmer mit einer. Ich treib's nicht einmal an. Und tut das nur du. Dann da zu mir zurück. Bevor mir ganz der Mater und der Butt doch. Ohne die tat mein Leben kein Dert, mein Taubel, mein Dausel, mein Dassel, mein Dazel. Du Tanten, du Tutten, du Tierne, wie tanntest du mir das dann tun?
tut's die gar nicht tat. Aber dort nur. Bis ich eine Teiche Teute habe. Dann da steppert aus der Tisch. Weil dann brauche ich die nimmer. Nein, der Zeimer, ich hab das nicht so gemeint. Ich darf's nimmer, was ich tät. Ich tät's nimmer aus ohne die. Die Ei wie ein Trimmel. Ich trauch die wie die Duft zum Tatmen. Wie dicht zum Toxen. Mein Terz trennt wie teuer. Dei wieder mein, gib dein Terzen einen Dos, es war doch so dünn mit uns zwar. Gib mir noch eine Chance, ich der sprich, dass ich mich dessen dert. Also sei nicht so gemein, ich tue da noch die, der Dex mit dir war so super, dass uns wieder zusammen dicken. Mein Dex ist so deut ohne die, der löst mir aus meiner Tod. Bitte. Gott sei Dank, Gott sie mit der Geit mein Gurstand gessert. Ich guss jetzt nimmer dauernd AG vor jedem Gaubtwurt oder Gerb oder Geigenschaftskagen. Leider Gott mein G-Verschiebung, aber einer G-Verschiebung Klotz gemacht. Nur die vermisse ich nach wie vor. Ist ja auch ganz wurscht, welcher Buchstab vorn geht. Ich gest nur die Dinge. Gas und Skitte nur noch einziges Goal gemeinsam kicken. Okay? Glaubst du an die Liebe auf den ersten Blick? Oder soll ich nochmal reinkommen? Darf ich deinen Bauchnabel berühren? Von innen? Solche Aufrissmeldungen hörst du von den Deutschen. Die Engländer sagen es eher liebenswert kompliziert. Excuse me, I just noticed you noticing me, and I just wanted to give you notice that I noticed you too, and I'm hoping intensely that you noticed that. Ob du einen Aufriss machst, darüber gibt's doch keine Erkenntnisse. Die Deutschen sind da nicht so geschamig. Ey, hast du Bock? Kannst du schwimmen? Ich will dich nämlich heute Nacht ins Becken stoßen. Auf die Nacht lernen sie einen kennen und sagen gleich, ey, Lust auf Frühstück. Aber auch manche Angelsachsen sagen, fuck me if I'm wrong, but you want to kiss me. Oder did you just fart? Because you blew me away. Bei den Mathematikern funktioniert es ja recht einfach. Wenigstens vom Spruch her. Hey, wir könnten dich und mich addieren, unsere Kleider subtrahieren, unsere Beine teilen und uns multiplizieren. Soweit die Mathematiker. Die Statistiker wiederum behaupten, 30% von den Männern wegen Frauen mit lange Haxen. 10% wegen Frauen mit eher kurze Haxen. Und der Rest? Irgendwas dazwischen. Überhaupt ist immer was Rechnerisches, Technisches im Spiel, wenn Typen über Weiber herziehen, über das Fahrgestell, über den Kilometerstand, über Drehzahl und wie es auf Touren kommen. Mit deiner Karosserie kann ich sogar aus meinem Klarwagen einen flotten Flitzer machen, sagt dann mancher. Ist das Kabel? Bist du, Kabel. Ja. Kabel. Heiz da unten. So, da? Ja. Ja, das ist ein Wagler, oder? Ja. Also mit deiner Karosserie kann ich sogar aus meinem Klarwagen noch einen flotten Flitzer machen, sagt dann mancher. Und Motschgert, wenn er von einer enttäuscht ist, eine Figur wie ein Ferrari, aber ein Gesicht wie ein Fiat. Und wenn er komplett anblitzt, die ist so deppert wie 10 Meter Feldweg. Und die Oberschlacher und sagen, sie haben nur noch 2 Monate zum Leben und sind urgestopft. Und wenn sie fragen, schlafst du am Bauch? Und sie sagt nein, dann fragen sie, kann dann ich dort schlafen? Eine ganz normale Szene in einer Wiener Disco im 21. Hin. Ein nicht gerade fescher Typ und ein Mal, ein Kleiner, ein Durten, ein Schnitten, ungefähr in seiner Preisklasse. Der Typ, bist du allein da? Die Schnitten, hey, hast du versteckt nicht die ganze Zeit nach? Jetzt, wo du dich umdrehst, frage ich mich das auch. Bist du allein da bist, habe ich gefragt. Ja, siehst du ja eh. Ja, bin auch allein. Allein wirst du bleiben, Alter, ein Gesicht wie die Tour de France. War ein super auf einem Plakat für Empfängnisverhütung. Wenn der Typ jetzt blöd nachfragt wegen ein Gesicht wie die Tour de France, sagt sie, 14 Tage nur eine drin.
Naja, was sagt er dann so also als Gentleman? Gleich schiebe ich da einen Regenschirm in den Arsch und spanne ihn auf. Sagt aber nicht, weil er kann sich jetzt nicht revanchieren mit dem Spruch und du hast ein Gesicht wie ein Lexikon. Weil irgendwie gefällt es ihm da, die kleine Goschete. Und auch, wenn es kein Charmster damit hat, sind da vielleicht Haberer von ihren Haberer da und da kann er dann nicht sagen, ein Gesicht wie ein Lexikon. Aufschlagen, zuschlagen und immer wieder nachschlagen. Und das war halt ja auch zu viel. Und das war halt ja auch zu viel Vorgeschmack auf eine eventuelle Beziehung. Er kann auch nicht seinen Spruch auspacken. Erst gestört, du schaust aus wie ein Schnitzel. Hint und Furt beklopft. Und so entschließt er sich mehr für die Floridsdorfer Ironie. Du bist so schön, so super und so cool. Schön gegen eine Hausmauer gerannt, super abrollt und cool weitergerannt. Das ist dann auch nichts, weil jetzt sagt sie, erst angeschitter, rede so billig daher, ich kauf die eh nicht. Ein Hirn wie eine Atombombe. Klar, aber verheerend. Jetzt packt er ihm allerdings der volle Hass und er zeigt sein wahres Gesicht. Erst depperte, mach ihn deine alten Analsex, weil warum schaust du denn sonst so geschissen aus? Und riechen tust du auch so. Hast wieder aus dem Klo gesoffen, Hinnige. Und damals, wie die deine Mutter hat, hat er eben, wir bissen da aus dem Kolonia-Kübel raus. Ich meine, auch jede hat ein Recht auf Schirchsein, aber du übertreibst. Jetzt muss er dann aber schauen, dass er Meter macht, wegen die Haberer von ihren Haberer, so Typen mit braden Schultern und einem engen Horizont. Und sie sagt nur noch ganz ruhig und zynisch, bist du jetzt ein ruhiger, Alter? Verzieh dich, dann wird's nur ein schöner Tag. Hast schon lange keinen Ganzkörpergips mehr, außer grenzt hier nicht, was? Nein, und so schleicht er sich halt. Innerlich tief traurig, trotz seinem harten Spruch. Aber was weiß man schon, was sich so ein normaler Natural Born Todel auf Aufrissel denkt, wenn er in Medias Resel gehen will. Dankeschön, Dankeschön. Ja, kommt da heute, nutzt die Gelegenheit, ohne vorbereit. Vorbereit, sind wir vorbereit. Letztes Mal sind wir nach euch gefahren. Waren wir voll gefahren, bei den Ohren. Und dann am nächsten Tag bin ich auf den Berg aufgefahren. Da fahren wir voll weg, geben wir Gas auf der Gipfelautobahn. Zwischen die Wipfel zeigen wir, dass unsere Zipfel zu brauchen sind. Hin und wieder muss ich auch mal nicht anrachen. Weil ich glaube, ich muss jeden Blödsinn zusammenkaufen. Gibt's was Neues, siehst die Leute alle zusammenlaufen. Machst das ganz exklusiv, fangen sich die Leute gleich an drum zu raufen. Aber wenn's keinen Sinn einwendig hat und die Leute checken, es ist ein Grafel. Alles was du erzählt hast, ist leeres Geschwafel. Dann rot ich dich, geh wieder mal zu Fuß, mach dich auf, deine knogigen Schuhe. Brauchst gar kein Zoll haben, lass dich ruhig einmal gehen. Dann kommt die Ruhe zu dir, mein Gott, ist das schön. Und was dich zuerst in die Knie gezwungen hat, wird auf einmal ganz klar. Weil du stehst plötzlich mitten am Rohr. Und kommst nicht vor und kommst nicht zurück. Und ich druck die Hux und Spuck, was mir einfällt, bis mir wer für jedes Wort ein Bier zahlt. Bleib noch ein wenig bei mir, druck dich nur zu wie. Wir sind heute allein da, fuhrt es der Hubi. Morgen ist noch weit und heute haben wir Zeit. Aber wie da nicht sie, was sie war schon bereit. Ah, aber da riert sie, was sie war schon bereit. Los ist dir gefallen, brauchst nicht beleidigt sein. Weil wenn ich so weiter red, fahren mir die Zweifel ein. Wir fahren voll weg, wir sind die Zecken. Sie soll es nur Gaude, muss ich nicht schrecken. Wir raufen, wir blädern, wir schocken, wir schlecken, wir gehen ein, als wird man bald völlig verrecken.
Sie soll es immer siehst. Lass dein Scheckheim stecken. Lass mich lieber mal mit dem SUV auf die Arm flecken, weil die Partie im Tal ist, kommt sogar die Zehnze von der Arm. Gut, dass wir so früh sind, weil Taudel haben's gern warm. Wenn's der Braudel für mich hast, bist bei mir ganz vorn. Weil wenn ich das Wort her, dann spür ich die Ohr. Waschel. Du war mein Haarschel. Danke. Der Geldverkehr. Servus, Kurtl. Ich hätte eine Frage an dich. Könntest du mir gleich 100 Euro leihen? Gleich geht gar nichts, Franz. Aber ja, ich kann dir 100 Euro borgen. Aber bei der Gelegenheit möchte ich dir gleich ein Geschäft vorschlagen. Du gibst mir jetzt 10 Euro und wirst Mitglied in unserem Verein Zocker ohne Gnade. Und morgen kriegst du 100 Euro von mir. Hey Kurtl, was ist denn das für eine Linke? Ich zahl dir 10 Euro, damit ich morgen 100 krieg? Na genau so ist Franz. Und das Beste kommt erst. Von den 100 Euro muss man nur 40 zurückzahlen. Weil die Mietze übernimmt die restlichen 60 Euro. Weil die Wette ging an Bäder um 100 Euro, dass du die 40 Euro nicht zurückzahlen kannst. Der Bäder kassiert von seinen Arbeitskollegen, das sind 23 Leute, je 10 Euro, die mit ihm gegen die wetten. Das ganze Wettpaket kauft die Ilse um 500 Euro und teilt das Geld auf beide Wetten auf. Die Sicherheit dafür, dass das Geld da ist, übernimmt der Gerhard. Der bietet nicht nur für deine Wette, sondern für 30 andere Wetten 10.000 Euro und verkauft die Wetten an Klarheißler so wie die um 10 Euro. Und wenn dann so ein Klarheißler 30 Leute zusammenbringt, die ihm 1 Euro zahlen, kriegen sie von ihren 10 Euro 20 Euro wieder zurück. Gleichzeitig wettet der Gerhard mit 100 anderen, dass du keine 30 Leute zusammenkriegst und kassiert dann das Mördergeld, wenn du zu deppert bist, dass du 30 Leute zusammenbringst, die dir 1 Euro zahlen. Natürlich gibt es viele, die gegen Gerhard wetten. Aber weil wir schon 3000 Mitglieder haben, bleibt das Geld im Umlauf. Und du brauchst von den 100er nur einen 40er zurückzahlen. Ist das jetzt klar, Franz? Na klar ist mir das nicht, Kurtl. Aber wenn mir ein 100er nur einen 40er kostet, bin ich schon dabei. Aber den 10er kann ich dir erst morgen geben, wenn du mir den 100er heute gibst. Na so geht das nicht, Franz. Der 10er muss umwachsen, weil sonst fällt das ganze System zusammen. Du bist doch ein Arsch, kratzte. Na gut, Kurtl. Da hast du meinen 10er. Aber eins möchte ich gern wissen, wie lange machst du das schon? Na 3 Jahre machen wir das jetzt schon mit unserem Verein. Und es ist immer noch gut gegangen. Na, wie sind's denn auf so eine depperte Idee gekommen, Kurtl? Na, ganz einfach, hab ich jahrelang die Weltwirtschaft studiert. Berufswahl. Silvia? Ja, Papa, was gibt's denn? Hast du das Buch über die Zukunftsberufe schon gelesen? Und hast was gefunden? Gleich nach der Matura hast du die besten Chancen auf einen Job. Ja, Papa, ich hab schon was gefunden. Ich bin gespannt, ob du da drauf kommst, was das für ein Beruf ist. Ich spann mir nicht so auf die Folter, was hast du denn ausgesucht? Na, pass auf, man arbeitet ziemlich selbstständig, man hat viel mit Menschen zu tun, man kommt viel in der Welt nur um. Wenn man viel Initiative und Innovation zeigt, kann man es weit bringen. Es ist ein bodenständiger Beruf, der international sehr gefragt ist. Der Beruf erfordert einen großen körperlichen Einsatz. Das heißt, gesund muss sein und der eigene Ort der Vorführung muss zeigen. Na, Papa, klingelt's jetzt bei dir? Ja, ich glaube, du wirst eine internationale Verkaufsrepräsentantin. Völlig falsch, Papa. Murren, geh am Strich.